Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 Ranglistenmodus. Heute gegen ein Team von zwei deutschen Spielern. Ich nehme die Burg. In den letzten Games hätte die Burg mir sehr viel mehr gebracht Nova. als manche andere Sachen. Magischer Schaden ist gut da, Yuzora ist da. Yuzora hinpacken, den Wanderer. Katze mit dazu ist sehr schön. Statt dem den. Den mag ich viel mehr. Ich hätte auch gern die Seeschlange. Eigentlich hätte ich auch gern die Seeschlange. Aber ich verzichte drauf. Mache Yuzora Start. Und wir haben Kampfnarben, Vampir, göttlicher Segen. Also Kampfnarben und Vampir zur Auswahl. Der Rest ist Mist. Ja, weiß ich nicht, Vampir. Muss nicht sein. Kampfnarben macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Oh, hier drüben wird gescaled. Mit zwei Zwergenbängern zum Start. Der hat Großes vor. Ja, mal sehen, ob ich mich in Diamant etablieren kann. Die ersten paar Runden waren so, ja, ich sag's mal so, gemischt, unterschiedlich. Nehmen wir erstmal so hin. Gerade so geschafft. Bin erstaunt. Ja, wir könnten Kaulquappen mit ranpacken. Die würde ich aber tatsächlich nur für den Split nutzen. Als Tanks. Und das ist mein magischer Schaden und die sind nur Tanks. Beziehungsweise bei Bedarf kann man die ja noch umwandeln. Er hat nichts aufgewertet, okay. Hat auch nichts dazugestellt. Oder habe ich das verpasst? Nö. Zwei Piraten immer noch. Sieht gut aus. Ohne die Schnecke hätte er es geschafft. Jetzt habe ich schon mal zwei durchgedrückt. Hey, ist nicht viel, aber ein kleiner Erfolg. So. Ich nehme erstmal. Ja, doch, ich nehme es als Tank. Ich nehme es gleich als Tank. Machen wir so. King aufwerten. Oh, hier drüben ist auch schon einer. Ich bin aber auch irgendwie kein Freund von diesen Kaulquappen. Ich finde die immer noch besser als die Ratten, aber weiß ich nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie nicht so gut sind. Wobei als günstige Tanks, naja, ich sag's mal so, mit Aufwertung, die kosten um die 100, kosten 100 Gold, 1000 Leben, ja. Das hat einen großen Piraten. Der hat den kleinen verkauft. Haben ja auch ihre Secret Stash. Also kann man ja auch für weniger, für mehr Gold wieder zurückbekommen. So, jetzt hau ich hier eine Katze rein. Also die packe ich hier hinter. Kriegt ein Stack rein. Eine Kaulquappe mit hin, King aufwerfen. Zack. Einfach noch nichts geschickt bekommen, ne? 120. Ach du Kacke. Das ist schon ordentlich.
Und gleich ein Hörmit. Und zwei Schnecken. Aber da hätte ich auch eine Mol erwartet. Als das. Na gut. Geld für mich. Zwei Stacks. Fertig. So, hier drüben ist weiter nur der Pirat. Ja. Gucken wir mal. Wenn er jetzt nichts hinstellt, könnte ich vielleicht sogar durchkommen, aber ich weiß gar nicht. Hat einen Baum hingestellt, okay. Dann nicht. Aber da hat er schon guten Angriff, gute Leben. Nummer 25. Oh, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Ah, hier ist sich zu sehr hoch. Nein, ein Gold. Wiedersehen. Den Wanderer packe ich in den Split erstmal. Ein Gold hat gefehlt. Ich habe das ziemlich häufig, dass mir ein Gold fehlt. Ein Robo. Ah, das Regenerationsbaum hat er schon aufgewertet. Okay, das wird interessant. Hat schon zwei starke Einheiten stehen. Rocker, bitte. Er ist am Kämpfen. Ah, die nächsten zwei Waves mache ich nichts. Also schicke nichts. Ich werde nur auf. Hier werden wir auch einfach die Katze aufwerten. Also neue Stacks reinpacken. Das ist schon mal maximal, das ist sehr schön. Oh, Schaden ist schon voll. Und dann könnten wir auf 9 gehen. Das wäre für mich gut. Ja, für ihn auch nicht schlecht. Wenn er Aufprall mit reinschickt. Muss ordentlich Aufprall reinschicken, aber das klingt doch schon mal erstmal nicht schlecht. Ja, locker verteidigt. Gar kein Ding. Ja, da brauchen wir relativ lange. Ja, kriegt immer mehr Leben dazu. Deswegen lebt er so lange. Ich werde den Ausschau platzieren. Der wird uns in der nächsten Wave sehr gut weiterhelfen. Und für die 10 auf jeden Fall noch. Für die 10 wird uns das auch sehr gut weiterhelfen. Ich könnte ein bisschen Aufprall mitschicken, gut. 180. Der magische Schaden ist zwar schwach mit 9, aber trotzdem ist er da. Das darf man nicht vergessen. Ja, sieht nicht gut aus für dich. Ich wehre es ab.
Das kann ich auch blocken, aber schade um dein Gold. Ich werde einfach zwei Boots reinschicken. Ja, ich kann es doch nicht komplett blocken. Angriff war zu weit verteilt. Ja, der regeneriert aber unheimlich. So, was machen wir nun? Können noch einen Wanderer platzieren? Ja. Ja. So machen wir es. Unhold könnte ich mit reinschicken. Ja. Turtle Skin. Topo-Schildkröte. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, eine Rächerin hat er noch gebaut. Ja, okay, die Boots haben gerade so gereicht, um die zwei Bäume wegzukriegen. Oder den einen Baum. Sehr gut, ich komme durch. Gar kein Ding, locker. Das war sehr schön. Ja. Ob die das blocken, weiß ich nicht. Ist noch einiges übrig geblieben. Madman ist jetzt auch nicht mehr ganz frisch. Ich könnte bis zum King durchkommen. Mal sehen. Ja. Schaffen wir. Also wir könnten auf 11 gehen. 11 wäre gut, ne? Den kann ich super upgraden. Perfekt. 11 ist gut. Max Schaden hat er gar nicht aus den Green Devil. Das reicht nicht. Und hier drüben sieht es ähnlich aus. Beziehungsweise er hat ja den Schattentänzer, der dann so diese Klone hat, die dann irgendwie 50 Schaden machen. Aber dafür müssen wir erstmal rankommen. Und wenn wir da Text reinballern, dann sieht das schon ganz anders aus. Auf jeden Fall muss ich jetzt die Priesterin platzieren. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. So sieht das gut aus. Ich mache auch Kampfnarben. Wir machen hier kleine Einheiten, billige Sachen. Auf die rechte Seite. Stich bin ich tatsächlich auch, also jetzt Stichwaves, also mit Stichschaden bin ich wirklich auch nicht so gut dabei. Jetzt hat er noch so einen Piraten hingestellt. Schnecke mit rein. Ja, aber darauf zu schicken ist jetzt optimal. Und wenn er mir jetzt was schickt, er schickt mir nichts. Okay. So sei es. Ja, der Baum muss erstmal weg. Erster Down. Gargoyles down. Rächerin weg, bevor sie Mana voll hatte. Sehr gut. Und der scheißt jetzt auch noch ab. Sehr schön. Ich werde jetzt aber keine Worker holen, weil er mir nächste Runde schickt. Und ich habe aktuell nicht wirklich viel Verteidigung gegen Stich. Ich muss die Wanderer upgraden. Ich räume mal. Den nehme ich mit. Kaukwappen raus. Der Rest ist nicht so nützlich.
Aber ich nehme das so, wie es ist. Ich platziere den dahin. Noch Archer hin, auf jeden Fall. Das ist ein guter Plan. Und dann können wir auf jeden Fall Walker holen. Die Archer sind wichtig. Die bringen gut Schaden. Ja, es wird nicht reichen. Aber ich habe mein Bestes getan. Wir müssen jetzt auf 13 gehen wahrscheinlich. Weil die nächsten beiden Waves... Wir können auch, ja, können auch 15 gehen. Da hat er ein bisschen was gebaut. Wir gehen jetzt auf 13 und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, komm, ich werde ihn auf. Wir kommen mit rein. Jetzt hat auch einen Archer. Die machen auf jeden Fall die down. 100. Kanone mit rein. Der Zentaur macht auf jeden Fall sehr guten Stichschaden. Das darf man nicht vergessen. Und gerade jetzt hier da hinten wird nicht gefokust, der schlitzt alles auf. Der kann drei Leute angreifen mit seinem Schlitz. Der Archer ist schon weg. Ah, jetzt kommt die Rächerin mit ihrem Mana-Angriff. Ist weg. Ja. Er wird uns überstehen. Ich weiß nicht, wir könnten auf 14 gehen, wir könnten auf 17 gehen. Auf 17 ist nicht so geil. Ist alles nicht so geil, ja? Hm. Warte mal die Katze auf. Ich hau noch Yozora hin. Wir machen das so, weil dann kann ich den noch upgraden. Ja, wir könnten auf 15 trotzdem gehen. Ich habe nur 60 geschickt, die kleine Aufwertung. Hm. Lass mich kurz überlegen. Viel Stichschaden hat er auch nicht. Also wir könnten dann doch auf die 16 ganz gut kloppen. Ich glaube, das machen wir auch. Die wird aufgewertet. Da kann ich ruhigen Gewissens sogar noch eine hinstellen. Dann schick mal auf 16. Wir könnten Voreis reinpacken. Dann gehen die auch schneller down. Weil die schon sehr gut dagegen heilen, gerade mit dem scheiß Baum, der da vorne steht. Voreis ist wichtig. Könnten wir noch keinen knallen. Peggy. Ich bräuchte doch noch Stichschaden. Mache ich dann den Rest.
der übrig bleibt. Dann stellen wir halt noch eine hin. Schaden habe ich auf jeden Fall hier genug hier vorne. Dann muss ich hier mal die Tanks noch ein bisschen aufwerten. Ich hau noch zwei Echsen mit rein. Die werden schon helfen. 520, brutal, und er hat 700 gekriegt. Okay, das ist wirklich brutal. Oh, Packleader lebt leider noch. Ist erst down. Alle durch. Aber unser King ist nicht so stark. Scheiße. Sieht gar nicht gut aus. Ja, wir müssen jetzt die Upgrades machen. So, dich werte ich schon mal auf. Wir kommen neue Tanks hin. Und neue Worker. Okay, die 19 wäre für mich gar nicht schlecht. Schauen wir mal hier drüben. Hier auch nicht unbedingt. Er hat auch so eine gute Mischung von allem. Das Teufelspärchen. Ja, sehr gutes Leben, sogar noch Tanks. Das ist sehr gut. So, wir werten die auf und platzieren einfach noch mal zwei neue. Auf 19 würde mir gut gefallen. Leider habe ich so das Gefühl, dass es nicht reichen wird. Aber wir gucken mal. Ja, die werden auch jetzt auf die Wave schicken. Ja, ich glaube, es ist eine gute Variante, die Geisterritter reinzuknallen. Die werden aufgewertet. Reicht gerade so nicht. Es reicht gerade so nicht. Noch ein Archer. Noch ein Archer. Zwei Stacks hier noch rein. Hm. 800. Ein Archer ist down. Das sieht gar nicht gut aus. Ah, die paar Sekunden.
Wir sind wesentlich mehr durchgekommen. Die paar Sekunden könnten es reichen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Victory. Auf die letzte Sekunde, holy shit. Ach du Kacke. Das war krass. Huhuhuhu. Ja, dafür habe ich auf jeden Fall ein Like verdient, oder? Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Legion TT2 sehen wollt. Das war das mal für heute. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.